Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von This War of Mine. Tag 22. Okay, da kommen wir wieder zurück. Er hat sehr gute Beute gemacht, wie er sagt. Das sehe ich eigentlich auch so. Und Katja geht's viel besser, aber das steht da immer. Das muss ein Bug sein. Und Maren geht's auch besser. Toll. Gut, was ist mit ihm denn als erstes? Er ist müde, leicht verletzt und hungrig. Hungrig ändern wir erstmal. Und Bruno ist leicht krank, leicht verletzt und müde. Geht erstmal hier oben hin. Der kann gleich eine Runde kochen. Katja ist verletzt, erholt sich, hat was zu sagen. Als ich schließlich entmutigt das Viertel meiner Eltern verlassen wollte, erkannte mich mein Freund aus Kindheitstagen. Ich dachte, er würde mir dabei helfen, herauszufinden, was mit meiner Familie passiert ist. Er zeigte sich, dass ich stattdessen helfen konnte. Ein Mädchen aus der Gegend wurde unter einer Vorwand von der Armee festgehalten. Alle kamen zur Basis, um zu protestieren und der Freilassung zu verlangen. Sie brauchte eine Stellvertreterin. Okay. Ein bisschen rauszoomen noch vielleicht. Sie ist hungrig und muss sich erholen. Er ist leicht krank, erholt sich aber. Und ist auch hungrig. So, Bruno muss Essen machen. Und ich denke mal, 3. Stopp mal. Machen wir nur 2, weil 1 brauchen wir ja für den Kollegen da, oder? Leicht verletzt, traurig und müde. Das heißt, er geht mal runter. Hungrig und leicht krank. Hungrig verletzt. Also Maren geht erstmal hier hin. Oder dahin besser. Er geht ins Bett. Bruno ist müde und geht erstmal auf den Stuhl. Nee. Bruno nimmt die Tabletten. Beides krank und verletzt ist nicht gut. So, Maren isst gerade was. So, geht dann hier runter, dann gucken wir da mal weiter, was wir dort machen können noch. Und dann geht Bruno runter. So, da können wir relativ viel machen. Können noch Wasser herstellen. Können aber komischerweise keine Tierfalle mehr herstellen. Hier unten. Ja, wir müssen, glaube ich, einen Ofen herstellen, ne? Jetzt haben wir gerade, wie sieht es mit der Temperatur aus? 14 Grad. Ach, ich gehe nochmal weiter gucken. Nee. Maren soll da weiter gucken. Bruno geht hier runter, haben wir gesagt. Der ist müde. Bandagen bräuchten wir, ne? Ach so, ja. Da. Ne, da brauchen wir eigentlich nichts von. Aber ich wüsste gerne, was da passiert. Ach, Schusswaffen besten sowie Helme reparieren und Patronenhülsen zur Wiederverwendung. Ach, da brauchen wir hier so ein Gerät. Und wir brauchen noch mehr von den Teilen dann. Gut, das heißt, wir machen erstmal diesen Wasserkocher oder was das auch immer ist. Mixer. Den stellen wir her. Leicht krank, leicht verletzt und müde. Müde. So, Katja geht was essen. In der Zeit geht Bruno schlafen. So, das passt alles. Ich glaube, hierfür haben wir nichts. Katja geht was essen.
So. Mono kann hier keinen Verband herstellen, weil die Kräuter fehlen und alles fehlt hier überhaupt. Okay. Das ist schade. Das haben wir geupgradet, da warten wir noch ein bisschen drauf. Gucken wir mal. Pavel ist ausgeschlafen. Dann passt's ja. Er geht zur Werkbank. Katja geht wieder ins Bett. Bandage haben wir leider nicht. Filter haben wir nicht, dann warten wir mal gerade. Oh, der wandert aber auch überall hin und her und ich weiß gar nicht warum. Filter konstruieren wir auf jeden Fall ein. So. Bruno schläft da hinten. Ist aber satt. Ist auch satt. Sind alle satt geworden, richtig. Das ist gut. Er kann jetzt einen Filter einsetzen, weil wir den gerade hergestellt haben. Haben wir noch was zu tun? Glaube nicht. Nee, das war's jetzt. Dann geh du mal auf dem Stuhl sitzen. Leicht verletzt, traurig. Ja, traurig ist doof. Können wir da was machen gegen traurig? Ich glaube nicht wirklich, ne? Verletzt, erholt sich. Leicht verletzt, erholt sich. Leicht krank auf Medikamente und erholt sich. Okay, unsere Zeit ist gleich rum. Gehen wir mal nach oben. Also sonst ist hier nichts. Maren ist leicht krank. Mal hoffen, dass es auch wird. Wir können ihm diese Drogen geben, aber die nehme ich lieber nur, wenn sie richtig krank sind. Gut, das war das baufällige Haus beim letzten Mal. Das nehmen wir wieder. Pavel geht da auch hin. Sie schläft im Bett. Er steht wache. Nee, leicht krank, auch wenn ich vielleicht verletzt. Nee, er geht ins Bett, er steht wache. Weil er hat nur eins. Und wir müssen was zu essen mitnehmen. Da. Und die Brechstange für den Schrank. Gut, und dann geht's los zum Plündern. Müsste eigentlich passend sein. Ne, wir gehen erst runter. Da unten war, glaube ich, noch was, oder? Haben wir das schon alles mitgenommen gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Ne, da war noch was. So. Gott, da ist schon wieder so viel. Den Zucker können wir Milch mitnehmen. Geht jetzt aber hoch. Und guck zu, dass ich das alles hier ablege. Ne, dann müssen wir umgekehrt machen, so. Lassen. Jetzt gehen wir nochmal da unten. So, dann ist das schon mal auf. Weg. So, da haben wir einen Keller aufgeräumt. So, dann gehen wir hier durch. Zu ihm hin. Wo ist er? Da ist er. Das machen wir erstmal auf. Das machen wir erstmal auf. Ja, und dann handeln wir mit ihm gleich. Gucken, was da Schönes drin ist. Alles tolle Sachen. Wasser ist das Beste.
Tja. Was lassen wir hier? Zigarette, dann nehme ich lieber das Schießpulver mit. Und ja, eigentlich können wir das alles noch nicht gebrauchen. Weder das noch das. Den Kaffee können wir tauschen. Die Zigarette rauchen sonst nur weg. Das ist erstmal das, was wir behalten. Dann kriegt er erstmal sein Stück Fleisch. Gib ihm das. Du brauchst dich nicht bedanken, das haben wir gerne gemacht. So. Er hat etwas, was uns interessieren könnte. Und wir brauchen auf jeden Fall Teile und Maß. Den Zucker würde ich noch hier lassen und lieber das mitnehmen. Den Kaffee lasse ich auch hier und nehme lieber nochmal Holz mit. So, und dann zeigt er uns was, dann gehe ich mal mit. Er geht runter. Okay. Wo geht er denn hin? Da ist was Sonderbares hinter den Fässern. Ja. Okay. Der Schmuck wäre jetzt im ersten Moment nicht wichtig. Der Alkohol wäre für eine Bandage wichtig. Ja, lass mal so. Das, was wir jetzt haben, nehmen wir mit. Und ich denke, dann können wir den Ort erst verlassen. Sollen wir hier oben eigentlich hin? Weiß ich gar nicht. Oh, guck mal, da geht's auch hoch. Dann ist da oben auch noch was. Ja. Gut. Das war's aber erstmal. Ich glaube, hier hinten können wir auch wieder raus. Dann würde ich aber auch sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.